Ja Leute, willkommen zurück zum neuen Video. Ich und mein Bruder haben uns gedacht, weil uns viele Leute fragen, woher wir unsere Schuhe haben, dass wir da mal näher drauf eingehen, beziehungsweise wo es eigentlich die besten Quellen gibt, um Schuhe zu kaufen. Vorab, ich würde keinen Privatkauf ohne PayPal tätigen. Den meisten sagt wahrscheinlich PayPal was, aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, denen PayPal nichts sagt, so wie mir zum Beispiel früher. PayPal ist eigentlich die sicherste Plattform, meiner Meinung nach, mit der man eben im Internet bezahlen kann. Und was der einzige Nachteil ist, beziehungsweise was eigentlich auch ein Vorteil sein kann, ist eben, dass man, wenn man mit PayPal zahlt, Gebühren zahlen muss. Die PayPal-Fees sind eigentlich nur dazu da, dass man eigentlich einen Käuferschutz hat. Das heißt, wenn du ein paar Yeezys dir bestellst und dir einer ein paar Geox schickt, dass du halt dann einen Käuferschutz hast und dann kann man Claim eröffnen und so weiter. Und im Endeffekt läuft es darauf, dass eben sich PayPal darum kümmert, dass das eben gerecht ist, beziehungsweise man nicht abgezogen werden kann. Also dafür, man zahlt eigentlich PayPal dafür, dass sie sich darum kümmern, falls irgendeine Scheiße passiert, kurz gesagt. Also jetzt würde ich anfangen, nach dem ganzen PayPal-Gelaber, woher wir unsere Schuhe haben. Also wir haben eigentlich da die meiste Erfahrung daraus gezogen, dass wir zwei sichere Quellen haben. Einmal wäre das Grailed, was wahrscheinlich auch vielen was sagen wird. Und Facebook. Facebook sagen jetzt welche, hä, was für Facebook? Zu den Facebook-Gruppen selber, es gibt halt speziell jetzt zum Beispiel bei Ultraboost eine eigene Ultraboost-Gruppe, wo halt alle Mitglieder drin sind, die sich halt dafür interessieren. Wenn man in der Gruppe drin ist, gibt es halt eben One-to-Sell oder One-to-Buy-Beiträge, beziehungsweise kann man einen normalen Beitrag machen, eben so eine Diskussion, um zu fragen, ob der Schuh legit ist. Und meiner Meinung nach kann man sich eigentlich auch so absichern durch PayPal, dass man eben kein Fake kauft. Und dann gibt es halt eben die Möglichkeit, wie schon gesagt, über Grailed. Grailed ist eigentlich so eine ähnliche Plattform wie Kleiderkreisel. Was ich finde, was scheiße ist oder nicht ganz vorteilhaft, dass viele nicht aus der EU kommen. Und wenn man nicht Sachen kauft, die nicht aus der EU sind, dann wissen wahrscheinlich alle, dass man Zollgebühren zahlen muss. Ich habe mich da mal so ein bisschen recherchiert, beziehungsweise ich weiß eigentlich schon länger, dass es bestimmte Beiträge gibt oder auf einer bestimmten Höhe von, also die man eben zahlt, muss man halt verschiedene Gebühren erheben, beziehungsweise erhebt der Zoll verschiedene Gebühren. Das wäre eben so, dass bis zu 22 Euro, was eigentlich auch als Geschenk durchgeht, muss man nichts zahlen. Bis 150 Euro 19% und dann über 150 Euro, was eigentlich meistens auch ein Schuh kostet, muss man dann 31% zahlen. Das heißt, die 19%, eben die Mehrwertsteuer, bleiben sicher. Bloß dann je nach Stoff vom Schuh, ob es jetzt, keine Ahnung, Leder ist oder was weiß ich, was da alles gibt, kann halt dann auch sein, dass es schwankt zwischen 12%, 8%, 9%, also halt irgendwas so in den 10er Dreh. Auf jeden Fall kann es halt dann meistens sein, dass man ungefähr 30% zahlen muss. Was ich schon öfters gesehen habe, beziehungsweise mitbekommen habe, dass viele Leute versuchen, den Zoll zu verarschen, indem sie meinen, ja, ich bin so witzig und sag, dass ich beim Käufer mir zwei Rechnungen hole. Einmal, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, ich fahre jetzt nicht Zanotti, aber jetzt sich einen Zanotti holen für 500 Euro, sagen sie zu dem, ja, ich schicke dir einmal eine Rechnung per PayPal über 350 Euro und einmal, oder ja, über 370 Euro und einmal über 130, weil man dann eben nur die 19% zahlen muss. Und dann gehen sie halt mit der Rechnung nur mit 130 hin und meinen halt, dass, also kann schon sein, dass es gut geht. Ich habe es selber noch nie ausprobiert. Ich werde es auch nie ausprobieren, weil ich keine Lust habe, dass ich mit dem Staat bzw. mit dem Zoll Stress bekomme. Da kann man richtig in die Scheiße geritten werden. Und das ist mir dann halt auch nicht wert, wenn ich da jetzt 30 oder 40 Euro spare. Deswegen würde ich sagen, nimmt immer die eine Rechnung, die man dann auch beim Zoll vorlegen muss, dann seid ihr safe und versucht nicht einen Zoll zu umgehen bzw. einen Zoll zu verarschen und zu meinen, dass man damit zwei Rechnungen zahlen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man sich schon Schuh für einen höheren Preis holt, dann auch, ja, man muss damit rechnen, dass wenn es durch einen Zoll geht bzw. der Zoll es abfängt, dann zahle ich halt die scheiß 50 Euro drauf oder halt 50 Euro mehr, mein Gott, bevor man jetzt irgendwie Stress mit irgendjemandem bekommt und da kann man richtig in die Scheiße geritten werden. Bin ich der Meinung, dass man halt dann den Fuffi latzt und dann halt da safe ist, bevor man da auf irgendeine Scheiße eingeht. Also das wäre es dann schon mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Was ich noch sagen will,
Fragt mich bitte nicht in den Kommentaren unten, in welchen Sneaker-Gruppen wir drin sind. Es gibt ewig viele Gruppen, die nur auf den Schuh bezogen sind, beziehungsweise nur auf die Marke. Es gibt aber auch Gruppen wie High-End Kicks und so, wo halt alles komplett verkauft wird, oder High-End Streetwear Talk, wie ich schon gesagt habe. Und wenn ihr andere Meinungen bzw. Vorschläge für andere Videos habt, dann könnt ihr gerne das unten in den Kommentaren da lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und haut rein. Ciao!